Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich die japanische Kirschblüte gemacht habe. Die japanische Kirschblüte ist ein Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit. Und genau so ein Symbol kann jeder zu Hause haben. Bevor wir den ganzen Baum machen, müssen wir zuerst kleine Äste machen. Ich habe schon ziemlich viel gemacht und ich zeige, wie ich das gemacht habe. Ich habe drei Farben genommen. Da sind Violett, Weiß und Roserot. Und dann habe ich 15 Gramm von der weißen Farbe genommen, etwa 15 von der violetten und etwa 40 von der roseroten Farbe genommen und dann sie alle miteinander vermischt. Den Draht habe ich nicht abgeschnitten und einfach aus dem Behälter alle Perlen gesammelt. Und jetzt mache ich Masche aus 5 Perlen. 4, 5. Ich mache Abstand von etwa 5 cm. Dieser Abstand kann auch länger sein. Dann mache ich eine Masche. Und dann drehe ich noch zweimal um. 1, 2. Eine Masche ist fertig. Um so einen Ast zu machen, brauchen wir 18 Maschen. Etwa nach einem Zentimeter mache ich wieder eine Masche, wieder aus 5 Perlen. Jetzt habe ich 18 Maschen gemacht. Dann zähle ich 6 Stück ab, 6 Maschen. Und die siebte, das ist diese Masche, die von oben. Dann muss ich alle diese beiden Teile verbinden miteinander. Das heißt, ich muss weiter diese Masche umdrehen. Ich drehe das bis zu dem Punkt, wenn ich merke, dass der Draht ziemlich fest hält. Zu fest ist schlecht, weil dann kann der Draht kaputt gehen. Und wenn der Draht irgendwie so schwach hält, ist auch nicht gut. Weiter, nachdem ich 4-mal gedreht habe, 1, 2, 3, 4, zähle ich noch 2 Maschen ab, außer dieser Masche, 1, 2, und dann diese wird die Obermasche sein, das heißt, ich kann noch einen Ast machen. Und dann schaue ich, hier zum Beispiel fällt eine Masche und ich will sie auch nicht haben, ich will ungefähr so einen Ast machen. Wenn ihr wollt, dass immer 2 Maschen nebeneinander sind, dann könnt ihr noch eine Masche machen. Das hängt von ihrem Wunsch ab. Ein Ast ist fertig. Wir brauchen natürlich viel mehr und ich würde vorschlagen, dass ihr nicht nur solche macht, sondern auch ganz einfache, lange oder ganz kurze, zum Beispiel solche. Weil dann, wenn wir alle Äste miteinander verbinden, das wird ziemlich gut sein, wenn darunter unter solchen zum Beispiel solche mal auftauchen oder solche oder kleinere. Solche zum Beispiel und so weiter. Nachdem kleine Äste fertig sind, können wir sie jetzt alle miteinander verbinden und so einen größeren Ast machen und dann Baum.
Nachdem ich alle drei Äste miteinander verbunden habe, jetzt nehme ich einen dickeren Draht und dann befestige ich alles mit dem Faden. Ich nehme braunen Faden, womit man stricken kann. Ich mache dann ein paar von solchen Ästen. Dann verbinde ich diese größeren Äste in einen großen Ast und so aus ein paar großen Ästen entsteht ein Baum. Für den Stamm des Baums nehme ich noch etwas dickeren Draht, damit der Baum stabil gerade bleibt. Ich habe alle vier Teile miteinander verbunden und dann die Äste ein bisschen so zurecht gemacht, so wie sie in der Natur sind. Ich will sehen, wie groß mein Baum ist. Und dann habe ich gedacht, dass ich meinen Baum genau in diesen Topf einpflanze. Ich nehme dieses Glas, mit Leim vermische ich hier alles und dann pflanze ich den Baum. Und lasse ihn so für ein paar Tage, weil Leim wird nicht so schnell trocken. Und da die Steine grün sind, man könnte meinen, dass das Gras ist. Und die nächsten Fotos zeigen, was ich genau gemacht habe.